Und als nächstes kommen wir. Was? Zu Gerüchten um Norwich wechselt? Nein. Ja, auf jeden Fall. Nächste Partie im DFB-Pokal. Ja, in der ersten Runde haben wir ja gewonnen und jetzt gegen Holstein Kiel. Und jetzt stehen wir dem ersten FC Heidenheim gegenüber. Zweite Liga. Also wieder ein Zweitligist. Gegen Ferl. Ja, zweite Liga. Erste haben wir ja relativ ganz gut überstanden. So per se gesagt. Okay, das Spiel beginnt, wie es beginnt, nämlich ruhig. Wird sehr ruhig hier alles. Ja, schwache Ansage. I know, I'm sorry. Mal gucken, ob wir es schaffen, den nächsten Zweitligisten aus dem Turnier zu werfen. Das kann so und so ausgehen. Quergestreift gegen längsgestreift könnte man es auch nennen. Okay, wir spielen ja immer noch auf Weltklasse. Darf man ja... Ui! Auch nicht vergessen. Einfach mal raus mit der Pille. Sicher ist sicher. So, da brauche ich doch glatt mal meinen Energy Booster, dass ich hier noch besser spiele. Also, ich bin im Fokus. Also, wie immer. Es wäre mal ganz löb. Heiliges Kanonenrohr. Also, Heidenheim macht es uns nicht einfach. Wenn wir es mal... Ich stehe nicht im Abseits! Und... Nein! Nein! Der Pfosten, das war das sichere 1 zu 0! Es war das sichere 1 zu 0! Und er geht an den Außenpfosten! Warum mag mich das Aluminium so... so sehr? Wirklich, man hat das 1 zu 0 sicher auf dem Fuß und dann kommt so etwas nach so einer herausragenden... Oh! Versuch's mit weniger Kraft. Naja, ich wollte einfach nur auch mal so was machen, so Schwemms. Ich kann alleine nur an meinem Fuß. Egal. Ah, kommt ja jeden Tag vor, dass man so an der... Ich brauche hier mehr Stimmung in der Bude. Wo ist meine Frau abgeblieben? Stimmt, sie ist zu Hause. Sie ist nicht da. Ich brauche Fanunterstützung. So, das war ein grandioser Pass. Und das war grandios abgewehrt. Na, da hätte er mal lieber zu mir passen können. Hätte, sollte, könnte ich jetzt wahrscheinlich auch versemmelt, aber... Ich stand besser, was Positionsspiel anbelangt. Ja, das ist gut für uns. Leipatz. Ein schöner Name. Ja, ich tendiere mal wieder mehr zur Mitte. Einwurf für Heidenheim. Oder? Bin ich jetzt schief gewickelt? Ja, für Heidenheim. In den einen hatten wir gut vollgestellt. Immer noch eine 6,6er Wertung. 6,8 da oben. Oh! Wurde ich aber wüst angegangen. Jawohl!
1:0 für Ferl. Oder war es abseits? Nein, war es nicht. Und der Angespielte war nicht im Abseits. Also der im Abseits war, wurde nicht angespielt. Schöner Volley-Schuss. Ja. Das nehme ich als Thumbnail. Yildirim! Er ist unser Mann. Er kann was, was keiner kann. Um ihn Tor schießen. Ich treffe nur Alu. Immerhin, momentan sind wir soweit, dass wir den zweiten Zweitligisten rauswerfen, wenn es bei diesem Stand so bleibt. Was ich allerdings mit Argwohn sehe. Wunderbar. Ah, Einwurf für uns. Das ist... Oh, ich muss aufpassen. Auf meine... Ach nee, das war da oben die Anzeige. Und... Ich warte ja immer noch auf mein erstes Kopfballtor, aber nope. Nope, nope. Aber wir haben immer noch die beste Defensive der dritten Liga. Also da können wir uns schon mal drauf verlassen. Das muss. 2:0 wäre eine bessere Führung. Wunderherrlich ausgedribbelt. Ja, da stand doch wieder keiner. Niemand stand da. Niemand. Okay, da steht auch keiner. Sag mal, hallo? Okay, Vorteil läuft. Ja, ihr müsst den auch mal den Ball... abnehmen, YouTube, kleinen Raisons-Info. Also mit dem 2:0 würde ich mich wohler fühlen. Ich hatte es auf dem Fuß. Na, das 1:0. Wieso wird da jetzt... Ach ja, nicht über die Flügel. Na, will man einmal. Aber immerhin ein toller Vorstoß. Immerhin, allmählich wird's bei mir. Ich muss mal abgewöhnen beim so Fummeln und sowas, also beim Dribbeln, die Sprint-Taste zu drücken, weil dann geht die Ausdauer schneller weg. Und ich würde doch schon ganz gerne noch in der zweiten Halbzeit hier auch noch auf dem Platz stehen. Und einfach mal abgezogen. Wer weiß, was es bringt. Da habe ich auch noch wieder... ein Frosch in den Hals. Okay, das war schön gemacht, aber letzten Endes nicht wirklich gut durchdacht. Oh, sehr schön. Sehr schön. Das wäre jetzt cool gewesen, wenn ich noch vorm Torwart reingekommen wäre. Dann wäre das auf jeden Fall das 2:0. Also ich hätte schon praktisch theoretisch mein zweites Tor geschossen. Nicht viel los, okay. Stürmer, naja. Kannst du machen, nix. Muss du gucken, doof. Leipzig führt gegen Hamburg. Bayern führt, ja, wen wundert's, Bremen gegen Union.
Weiß gar nicht, was die haben. Es steht immer noch 1-0. Also Spannung pur in dieser Partie. Ich bleib mal lieber meiner Linie hier treu, nämlich schön in der Mitte. Und die Haaland-Position. Also ich habe gepasst, da kann mir keiner einen Vorwurf machen. Irgendwie habe ich gepasst. Ja, sind wir schön dazwischen gegangen, haben einmal das Beinchen gehoben wie ein Hund am Baum. So einmal zzz. Oh, ganz schlechter Pass von ihm. Ich weiß gar nicht, was Fern momentan für ein Problem hat. Klappt irgendwie nichts bei denen. Was macht der Torwart? Hat der zu viel Bayern-Spiele geguckt mit Neuer oder was? Rennt hier einfach raus? Vielleicht war ja Feuer ausgebrochen oder er hat irgendwas gesehen, was er haben wollte. Im Zweifel den Ball. Ja, solange wir den Ball schön in den eigenen Reihen halten, passiert auch kein Gegentor. Aber ernsthaft jetzt schon auf Zeit spielen? Ja, abseits und ich bin nicht daran beteiligt gewesen. Ja, Ferl hat so oft abseits. Meistens durch mich, aber... Naja, meinst du nicht, ich musste gucken, du. Hier, da sollte der gar nicht hin. Nur Yildirim. Ich habe keine Ansage gemacht, von daher... Oh, aber Ferl ist hier richtig, richtig gut drauf. Jetzt in Wiss-Moment. Ja, Einwurf für Ferl. Das Problem wird nur sein, wenn die dann einmal vors Tor kommen, dann könnte es klingeln im Karton. Oh, da ist einer 18 geworden. Mathilde Gundula? Okay. Naja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ah, ich wollte einfach abziehen. Also wie auf der Toilette abziehen. Da stand doch wieder kein Arsch. Geil, 66. Minute sind wir. Sehr schön, sehr schön. Das war nicht sehr schön. Da hätten wir jetzt einen ganz schnellen Vorschuss machen müssen. Ah, das habe ich mir aber schon gedacht. Kommt nicht mit Flanken zu mir, das bringt nichts. Naja, schlechtes Timing. Ich kratze aber immerhin an der Achterwertung. Das ist schon mal nicht verkehrt. Gehst du da worauf? Hallo, abseits. Ne? Wollte ich auch mal gesagt haben hier. An dieser jenen Stelle. Ich habe einen Kopfball gewonnen. Ja! Ein Kopfballduell. Yay! Okay, letzten 19 Minuten plus Nachspielzeit. Okay, 18 Minuten. Es darf nicht wahr sein. Aber trotzdem, Ferl ist sich so am Bemühen. Also das könnte man doch so langsam... Oh. Habe ich den Ramos gemacht, ein bisschen nachgetreten.
Ich sehe schon kommen, das wird gleich ein 1-1. Gleich wird's klingeln. Jawohl, perfekt, perfekt. Hat gut gemacht, hat gut gemacht. Wollen die mich jetzt in Kopfbällen trainieren oder was? Wegen Praxiserfahrung oder wie? Oder was? Oder wo? Oder warum? Egal. Einwurf für Ferl. Und es gibt eine Auswechslung. Choroba kommt für Lang. Ja, der lange Lang. Li Lang. Nicht zu mir, ich bin doch schon kurz vor knapp hier. Oh, ich muss mich ausruhen. Oh. Okay, ich bin wieder im blauen Bereich. Ich hätte trotzdem ganz gerne ein Tor. Einfach so, für die Galerie. Es sei mir nicht gegönnt. Aber dafür einen sehr schönen Pfostentreffer. So, jetzt aber. Es soll einfach nicht. Es soll nicht sein. Es soll einfach nicht sein in diesem Spiel. Oh, das gefällt mir ganz und gar nicht, wie das jetzt gerade verläuft. Bitte jetzt kein Unentschieden. Ah, das ist gut. Das ist Einwurf für uns. Jetzt wird nochmal gewechselt. Kühlwetter für Tomala. Tomala. Wäre oder so abseits gewesen. Also von daher, alles gut. Und wir gewinnen! Heidenheim ist geschlagen. Der zweite Zweitligist wurde von Ferl aus dem Turnier gekickert. Yildirim auf jeden Fall Matchwinner des Tages. Und dann geht es weiter mit der dritten Bundesliga. Mit dem nächsten Spiel, würde ich mal so sagen. Bis dahin, auf Wiedergeschaut!